Guten Tag, liebe Gemeinde. Hier ist wieder Benny. Der Benny macht heute mal was ganz Neues. Der Benny hat sich gedacht, wir machen nicht immer bloß normale Let's Plays und Spiele, die jeder kennt. Wir machen auch einfach mal kurze Spiel-Reviews. Angezockt nennen wir das Ganze oder angespielt. Hier also erste Folge, Benny angespielt. Was spielen wir an? Wir zocken an The Hunter. Wer es nicht kennt, wird hier jetzt auf jeden Fall die Ersteindrücke vom Spiel gewinnen können. Ich selber habe das Spiel noch nicht gezockt. Ich habe es gestern ein einziges Mal kurz angeschmissen, um zu schauen, ob es läuft. Habe die Grafikeinstellung ein bisschen angepasst und habe mir einmal kurz das Menü ein bisschen angeguckt. Ansonsten habe ich hier noch gar keine Erfahrung in dem Spiel. Ist auch Sinn der Sache, damit wir wirklich Ersteindruck von dem absoluten Newbie-Spieler bekommen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mir auf YouTube natürlich mal ein Video dazu angeguckt. Dazu bin ich überhaupt erst zu dem Spiel gekommen. Dadurch habe ich es entdeckt. Und habe mich auf der Seite von The Hunter natürlich ein bisschen angeschaut. So, was haben wir hier also? The Hunter. The Hunter ist ein klassisches, ein modernes, schönes Jäger-Simulationsspiel. Das Ganze ist online-basiert. Das heißt, ihr erstellt ein Profil online und müsst über die Seite hunter.com, ähnlich wie bei Battlefield mit den Statistiken, alles abwickeln. Also es ist Hälfte-Hälfte Explorer-basiert und Client-basierend. Der Download-Client ist, glaube ich, bloß 1,3 GB groß. Ja, und dann geht's los. Was sofort auffällt, dass das ganze Spiel sehr aufs Geldverdienen ausgelegt ist. Es gibt also eine Free-Member-Variante, das ist natürlich die, die ich jetzt hier zocke. Ich habe ja also kein Geld investiert. Und in dieser Free-Member-Variante könnt ihr ein einziges Tier erlegen. Also hier geht es in dem Spiel, wo das Ganze mit Lizenzen gehandhabt. Ihr müsst also pro Tier müsst ihr immer die jeweilige Jägerlizenz haben, um das Tier auch erlegen zu dürfen. Und dann natürlich sämtliche alle Ausrüstungsgegenstände kosten Geld. Bevorzugt natürlich echt Geld. Es lässt sich wohl auch mit Ingame-Geld finanzieren, soll wohl aber Ewigkeiten dauern und meistens hat man dann eben so die Schnauze voll, dass man sich die neue Büchse für 3 Euro noch was kauft. Die Preise auf den ersten Blick erscheinen mir sehr teuer, da Tageslizenzen hier schon echt Geld 250 GMS und EMS kosten, wobei ich jetzt nicht weiß, was von beiden die Ingame-Währung war und was die Echtgeld-Währung war. Also es gibt zwei Währungen. Und da habe ich wohl ich habe vorhin mal kurz geschaut, wenn ich jetzt den Rotfuchs erlegen wollen würde, der würde mich am Tag 250 Echtgeld kosten und das Paket Echtgeld kostet irgendwie 5 Euro für irgendwie 1000 Stück oder irgend sowas. Ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich müsste jetzt lügen. Schaut einfach auf die Seite. Einmal kurz drüber geschaut. Über die Pakete gewinnt man recht schnell den Eindruck, dass man hier doch gut Geld verdienen möchte mit dem Spiel. Was man offensichtlich auch tut, sonst gäbe es das Spiel nicht. Und das gibt es auch schon ein paar Tage. Ja, zum Spiel selber. Ich laufe gerade durch den Wald. Das sieht erstmal alles sehr, sehr hübsch aus. Was mir besonders gut gefällt, ist das Lichtschattenspiel. Die Lichtengine ist also sehr geil. Sobald hier irgendwie eine Wolke kommt, beschattet das Ganze auch. Es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel, es gibt einen Regenwechsel. Das Ganze ist auch sehr nah an der Realität gehalten. Auch was die ganze Spielmechanik, den ganzen Spielablauf betrifft. Zumindest was ich jetzt in dem YouTube-Video gesehen habe. Ja, man sollte ein bisschen Zeit mitbringen. Das Ganze ist natürlich kein Ego-Shooter und auch nichts Rasantes oder Aufregendes, auch wenn es sehr, sehr hübsch aussieht. Das sind die Grafikeinstellungen auf Max. Die werdet ihr natürlich jetzt nicht so schön sehen, da ich das Video nur in 27p aufnehme und dann auch hochlade. Den Rest macht YouTube dann. Um was geht es im Spiel? Natürlich um Beutetiere zu erlegen, bevorzugt die größten und schönsten kapitalen Hirsche. Oder ähnliches Getier. Es gibt ganz, ganz viele Tiere in dem Spiel, wie gesagt. Für jedes Tier muss gezahlt werden. Beziehungsweise gibt es auch Lizenzpakete, die man nachher kaufen kann. Wollen wir kurz aufs Spiel eingehen. Ich habe hier im Prinzip als Standardgerät, das hat wohl jeder, diesen Hunter Mate nennt sich das, also Kumpel vom Hunter. Ist so eine Art PDA für Jäger. Der zeigt einem dann im Spiel erstens die Karte an und dann mit einem einfachen Knopfdruck eine Fährte, die man aufnehmen kann. Entweder höre ich ein Tier, kann ich hier draufklicken und dann sagt mir der Hunter Mate, okay, das ist das Tier, ungefähr in die Richtung und darfst du jagen oder darfst du nicht jagen.
Rechtsklick wäre dann die Karte, auf die ich komme. Können wir uns mal kurz anschauen. Ja, hier habe ich gestartet. Das alles hier kann man irgendwie erforschen. Es sind verschiedene Jagdgebiete natürlich mit verschiedenen Tieren, die dort beheimatet sind. Und es gibt auch ein Schnellreisesystem, das kann ich aber nicht nutzen, weil mir da natürlich die Items fehlen, weil ich die nicht gekauft habe. Also man könnte jetzt auch hierhin reisen oder hierhin sogar, können wir ja mal testen, Schnelltransport zu diesem Campingplatz. Nein, geht nicht, weil du nicht bezahlt hast. Trauma. Ja, das Inventar, das Kackbuhn mit da, eine Repetierbüchse mit einem Zielfernrohr, 10 Schuss, so ein Tierrufimitat, denke ich, eine Kamera zum Aufnehmen, ja, und der ganze Rest ist überall so ein schönes, so ein schönes Vorhängeschloss davor, was mir natürlich sagt, Junge, kauf, 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 dann wird alles gut. Ja, Optionen, denke ich, sind schwer zu erklären. Kann sich dann jeder selber anschauen. Wie gesagt, ich habe jetzt alles beim Standard gelassen. Allzu viele Tasten muss man nicht bedienen im Spiel. Hauptsächlich 2 Maustasten und 4 oder 5 Quickslot-Tasten. Wir können hier mal fix durchgehen. Auf Tab kann ich wohl wechseln zwischen dem Huntermate und dem aktuellen Gegenstand. Auf der 1 zum Beispiel, man hört es schon, klick, klick, die Nossler Ballistic Tip. Die kann ich mit rechts aufnehmen, hochnehmen, ja, und könnte jetzt hier einen Schuss abfeuern, was ich natürlich nicht mache, da es sämtliche Tiere im Umkreis verscheuchen würde. Als Simulation ist das Ganze sehr nah an der Realität gehalten. Es ist, hat hier also auch, spielt, der Wind spielt eine Rolle, in welcher Richtung ich zum Wind laufe. Die Gerüche, die Tiere können mich also auf Meilen wittern, wohingegen ich die Tiere nur sehen kann als Mensch, logischerweise. Dürfte euch nicht anders gehen? Wenn ja, sagt's mir doch bitte. Müsste ich mal mit euch reden. Ja. Ich bin jetzt... Achso, wir wollen ja mal, weil erstmal die Quickslots weitermachen. Ja, auf der 2 ist nix, auf der 3 ist nix, auf der 4... Oh. Ein... Traumhaft. Kann auch ankotzen? Ja, das ist angekotzt. So. Also man kann es auch unterbrechen, traumhaft. Damit, das ist wohl der Lockruf eines weiblichen Maultierhirsches. Das einzige Tier, was ich als Free-Member legen darf. Digitalkamera für Schnappschüsse. Schön. Was kann man alles fotografieren? Ein Baum. Komm, ich fotografiere den Baum. Traumhaft. Ich hab den Baum fotografiert. So. Nein, natürlich. Oh. Da hat was gerufen. Da hat was gerufen. Und jetzt sagt mir mein Huntermate, um das mal kurz, kurz zurück zu switchen, dass es sich um einen Maultierhirsch handelt, dass der durch die Gegend zieht. Und er sagt mir ungefähr in welche Richtung. Ihr seht es an dem kleinen aufblinkenden Kreis da drüben. In die Richtung. Das ist erstmal eine grobe Angabe. Es gibt ein Skillsystem, auch ein recht ausgefeiltes in dem Spiel, was nachher Spuren lesen, Spuren erkennen, Fährten lesen, den Umgang mit den einzelnen Waffen und so weiter und so fort betrifft. Und da wird das Ganze dann natürlich auch ein bisschen genauer, je besser man im Prinzip wird. Man bekommt hier, also schon alleine fürs reinzige Rumlaufen gibt es Skills, Punkte für Erfahrung in Erkunden und ach, alles. Wahnsinn eigentlich. Wir laufen jetzt erstmal grob in die Richtung und schauen mal und gehen nebenbei mal unser Inventar weiter durch. Also, ganz wichtig, die Ferngläser oder das Fernglas sind ja, ist ja links und rechts. Können wir mal reingucken, vielleicht sehen wir ja was. Das ist natürlich jetzt das einfachste Fernglas, was es gibt. Wir damit etwas erspähen können im Wald. Hier nicht, hier nicht. Hier auch nichts. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Ja, sehr spannend das Ganze. Sieht aber wunderschön aus. Also die Grafik gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Es ist vor allen Dingen, es wirkt sehr lebhaft. Die Grashalme bewegen sich. Es schwirrt überall irgendwas rum. Kleinere Insekten überall. Oh, jetzt hat wieder was geblöckt. Da, jetzt diesmal in die Richtung. Und auch gar nicht so weit weg. Ah, das könnte was werden. Mal schauen. Wir könnten ja mal mit Tab zurückswitchen und nochmal in die Richtung schauen. Dahinter scheint eine Art Weide zu sein oder eine Art Wiese.
Das ist vielleicht nicht die dümmste Idee, wenn wir jetzt einfach mal hier links zu diesem toten hohen Baum gehen, weil ein offenes Gebiet lässt sich natürlich viel besser überschauen, als jetzt mitten im Wald dort irgendwie so ein getarntes Tier zu finden. Ja, zum Spiel zurück. Ziel des Spiels, ja, so viele wie mögliche Trophäen sammeln, Punkte, besseres Equipment, das Übliche eben. Wobei, wie gesagt, hier viel mit Geld gemacht wird. Also es ist eher ein Spiel für betuchte Spieler, die sich das auch dementsprechend leisten können, um dann nicht den Spaß zu verlieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es spaßig ist, die ganze Zeit stundenlang wegen einem einzigen Tier durch die Gegend zu rammeln und um dann nachher zu schauen. Oh, da ist er. Und weg war er. Ihr seht's? Da, weg waren sie. Ja, traumhaft. Also die Tiere haben mich gesehen und sind jetzt weg. Okay, aber sie sind grob in die Richtung gelaufen. Das heißt, wir laufen auch einfach mal grob in die Richtung hinterher und schauen, ob wir die dann irgendwie von weiter weg sichten können. Es waren auch zwei, es waren wohl zwei Weibchen, die bringen mir so oder so keine Punkte. Ich glaube, bei den Hirschen verhält sich so, dass doch immer das Geweih zählt, oder? Dass man sich auch als Trophäe dann über den Kamin hängen kann, ganz traumhaft. Ja, mal schauen, ob wir jetzt hier noch zu einem Abschuss kommen oder nicht. Das Video wollte ich jetzt nicht so lange machen. Ich habe auch kein großes Bedürfnis, dieses Spiel weiter anzuzocken. Das ist eine Fährte. Die zeigt es im Spiel an. Und anhand dieser Fährten kann ich im Prinzip die Tiere verfolgen. In dem Fall jetzt Quatsch, weil wir haben es ja gesehen, das Tier. Wir haben gesehen, welche Richtung es ungefähr rennt. Aber wenn wir noch kein Tier gesehen haben, können wir anhand dieser Fährten mit unserem Huntermate in einem Klick im Prinzip feststellen, okay, ziehend in die Richtung angeblich. Was natürlich albern ist, weil wir haben sie ja in die Richtung weglaufen sehen. Das ist also im Prinzip eine Fährte, die vorher da war. Die waren wahrscheinlich gerade in die Richtung zurück, bis sie mich entdeckt haben und in die gegnerische Richtung abgepfiffen sind. Hier oben schimmert schon die nächste Fährte. Ja, mal schauen, was die sagt. Nee, verklickt. Ja, jetzt sagte mir natürlich, das ist eine neue Spur und die wollen wir jetzt natürlich auch verfolgen. Auch in die Richtung zurück. Interessant. Ja. Okay. So viel dazu. Das Ganze wird recht schnell langweilig, wenn man nicht gerade großer Fan von sowas ist und da realitätsnah ständig und immer jagen tut oder möchte. Ich habe sowieso nicht das Bedürfnis, auf Tiere zu schießen. Schauen wir uns mal die Pferden noch an. Neue Spur verlassen, in die Richtung. Also es geht irgendwie alles in die Richtung. Theoretisch müsste ich jetzt hier zurücklaufen, wobei ich nicht weiß, wie aktuell diese Spur ist, ob das jetzt vor oder nach meinem Auftauchen passiert ist. Gut, also um mal noch eine Waffe abzufeuern, können wir das auch mal noch machen. Irgendwo hin, was können wir mal abschießen? Ich weiß nicht, es gibt halt nichts zum Abschießen. Schade auch. Ah, wir schießen einfach mal dahin auf so einen Baum. Um uns das mal anzuhören. Das klingt natürlich sehr geil. Jetzt sind mit Sicherheit alle Tiere weg und gewarnt. Ja, www.thehunter.com könnt ihr euch angucken. Für ambitionierte Jägerlein mit Sicherheit eine ganz tolle Sache. Ein bisschen Geld mitbringen hat man damit bestimmt eine Menge Spaß, wenn man auf diese Art und Weise von Spiel steht. Mir persönlich ist es jetzt nicht so. Das Spielprinzip erschließt sich mir schon. Es spielt sich sehr einfach, wie gesagt, bloß ein paar Tasten für Ruhe und Geduld und natürlich wahrscheinlich immer die jeweilige Taktik, egal ob man den Braunbär oder den Rotfuchs töten möchte oder den Fasan oder man kann Tontauben schießen oder mit tausend verschiedenen originalgetreuen Jägerwaffen und Dutzend unterschiedlicher Munition und Ausrüstung, wenn man sich's denn leisten kann. Ja, wie gesagt, mir ist es nichts. Schaut es euch einfach an, wenn es euch zusagt. Finde ich es auch nicht schlimm. Das waren so meine ersten 20, 30 Minuten in dem Spiel und wahrscheinlich auch meine letzten. Mir ist es einfach zu langweilig, die ganze Zeit durchs Grün zu stapfen und auf diese Karte zu gucken. Es strengt auch die Augen unheimlich an. Auch wenn die Grafik wunderschön ist, muss man wirklich sagen. Also es sieht sehr, sehr geil aus, wirklich. Also das Laub, was hier so runterfällt, das haben sie wirklich einwandfrei gemacht. Und es läuft sehr stabil. Es läuft immer mit über 40, 50 FPS, obwohl ich aufnehme auf meinem nicht allzu Highcore, auf meinem zu allzu Hardcore-Rechner. Highcore. Gibt's Highcore schon? Wenn nicht, habe ich diesen Begriff jetzt auf jeden Fall geprägt. Der Highcore-Rechner.
Traumhaft. Ja, also in diesem Sinne belassen wir es jetzt dabei. Tiere habe ich eh verscheucht durch meinen Schuss. www.hunter.com, falls ich es nicht schon gesagt habe. Einfach mal anschauen oder auch nicht. Bis zum nächsten angezockt mit dem nächsten Spiel und dann meiner Let's Play-Reihe von 7 Days to Die, wo ich mich jetzt auch gleich wieder rein vertiefen werde. In diesem Sinne, haut rein, Ohren steif halten und viel Spaß machen.